Willkommen zurück zu Hollow Knight. Mir ist beim letzten Mal aufgefallen, ich hätte gar keine Absage machen brauchen. Also Ansage schon, aber ich hätte gar keine Abmoderation machen brauchen. Denn normalerweise tue ich durchgängig machen. Ganz schön dumm wechseln. Ganz schön dumm. So, wie regeln wir das hier? Wir müssten eigentlich nur nach rechts. So, hier geht's jetzt runter. Ja, ich drücke mal die falsche Taste. Ich denke mal, ich schaue mir das erstmal unten an. Weil ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass es hier hingeht, wo es so extrem dunkel wieder sein könnte. Was es aber natürlich nicht ist. Komm ran hier. So. Ach, hier waren wir doch schon mal, oder? Waren wir hier nicht schon? Höhere Wesen, diese Worte sind euch allein bestimmt. Höhere Wesen, Verzeihung. Unser reines Gefäß ist aufgestiegen. Hinter dem Tor, diesem Tor liegt einst ein Bedauerabfall seiner Schöpfung. Wir werden diesen Ort nicht länger betreten. Aha, aber rein komme ich nicht. Dazu brauche ich wahrscheinlich wieder irgendwas Spezielles. Gut, dann kann ich das hier erstmal als abgehakt ansehen. Und wir sollten einen Weg. Ah, jetzt komme ich nämlich auch hier lang. Weil vorher ging es hier nicht hin in diese Palastgründe. Weil das nämlich alles gesperrt war. Also nicht gesperrt, aber ich hatte halt diesen Doppelsprung nicht. Ist natürlich geil, dass ich den jetzt hab. Oh mein Gott. Ach du, nee, nicht schon wieder, oder? Ich kann mir ja mal angucken. Ein Leichnam in weißer Rüstung. Ja, hoffentlich bleibt es auch bloß ein Leichnam. Hier liegt noch mehr rum. Erstmal Rasen mähen. Da ging es jetzt weiter. Wo geht's denn hier hin? Okay, hier geht's noch weiter. Versteckte Station. Ah, das ist ja cool. Kriege ich hier einen Hirschkäferin? Oder was kriege ich hier? Tatsächlich, das ist ja geil. Mein Freund der Hirschkäfer, guten Tag. So, schauen wir mal hier drüben. Ah, hier ist eine Bank. Sehr schön. Dann können wir das nämlich auch gleich noch weiter aktualisieren. Wunderbar, da kommen wir wenigstens auch hier raus. Ich habe schon gedacht, ich komme hier überhaupt nicht mehr raus. Jetzt gleich. Dann gehen wir nochmal eben zurück. Und gucken hier hinten nochmal, was da kurz Phase ist. Kann ja sein, dass sich der bewegt hat mittlerweile hier. Ein Leichnam im weißen Rüstung? Nee, hat sich nichts getan. Ja gut, dann Abflug. Hui. Hallo. Na mein Freund. So, Reisen. Ja, ist die Frage, wo ein Reisen war. Wir müssten erstmal auf die Karte gucken. Karte. So. Und wie man sieht, wir haben schon ordentlich was aufgedeckt. Jetzt ist meine Frage, wo gehen wir hin? Wir waren beim letzten Mal waren wir bei den königlichen Wasserwegen. Da hat man, glaube ich, auch noch nicht alles durchsucht gehabt. Und, beziehungsweise, oder bei den Stadt der Tränen hier hinten rechts. Aber ich denke mal, uns fehlt auch noch irgendwie ein. Hier könnte man auch noch hin. Da jetzt in der Mitte, wo ich hier da, wo es so nach oben geht, da könnte man vielleicht auch noch hin. Denn ich weiß halt nicht, wie das zusammenhängt, ob wir da schon hoch konnten oder nicht.
Hier gibt es so viel, was man echt noch erkunden kann. Vor allem hier oben kann man noch hin. Da weiß ich, da konnte man nicht hin, weil wir da den Doppelsprung nicht hatten. Und ansonsten. Wüsste ich jetzt erstmal nicht, wo wir großartig hingehen könnten. Ich denke mal, wir gehen mal in die Pilzöde zu diesem einen Punkt. Beziehungsweise den Punkt da oben. Schauen uns das an und dann gehen wir nochmal auch Richtung Mantisdorf hinab. Ich glaube, in Mantisdorf hat man diesen Sprung, wo wir abwärts düsen können, hat man nämlich auch nicht. Dann sollten wir jetzt. Gut, ich bin natürlich am Überlegen, ob wir gerade erstmal zum Raupenpfadi gehen. Aber ich denke mal eher nicht. Wir haben zwar Haufen Raupen befreit, aber es bringt uns momentan nichts. Wen ich halt gerne hätte, wäre. Einmal zurück. Wie konnte man denn. Ah, jetzt. Achso, das ist bloß Verkäufer. Das ist natürlich doof. Ich habe gedacht, da wird angezeigt, ja, hier ist die Olle, die ja sagt. Hey, zahl doch bei mir ein, dann geht's dir besser. Das ist auch, glaube ich, die hier drüben. Wir gehen mal jetzt zur Station der Königin. So, angekommen sind wir. Tun wir kurz speichern. Oh, sehr schön. War jetzt hier nicht an dieser Station noch irgendwie rechts hier was gewesen? Nee, das hat man schon gesammelt. Okay. Dann gucken wir mal hier eben. Ach, das war der, der seinen Kopf da so gerne in den Wolken hat. Da geht's nirgends wohl lang. Ey, das ist so geil mit dem Doppelsprung, ne? Du brauchst bloß eh mal rüberspringen und damit hat sich dann die Sache gegessen. Das ist so angenehm gerade. Ja. Ach, stimmt. Du tust ja giftiges Gas rausblasen. Das habe ich ja vollkommen vergessen. Oh. So. Ja, geh mir nicht auf den Keks. Aber ich glaube, hier sind wir. Waren wir hier oben schon mal? Doch, hier waren wir schon mal. Aber. Denn hier war, glaube ich, ein Raubi gewesen, was wir das eine Mal eingesammelt haben. Zumindest bin ich der Meinung. Gut, dann. Gehen wir nach unten. Oh, die Nase juckt. Nase juckt, Nase juckt. Ich bin falsch abgebogen. Was? Kann eigentlich gar nicht sein. Ach, hier geht's runter. Oh, Verzeihung. Doch, hier sind wir richtig. Okay, da oben ist ein Schneider. Oh, das sah so aus. Jetzt wäre ich beinahe in das Teil reingeflogen. Das hätte mir ja auch noch gefehlt. Hui, so. Gut, du bist tot. Doch, hier sind wir. Sorry. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, hier sind wir. Okay.
Warte mal. Ah, shit. So. Ah, Raubi, wusste ich doch. Irgendwo war sowas Verdächtiges ja zu hören gewesen. Deswegen haben wir nämlich den auch jetzt gekriegt. Oh, ernsthaft. Hui, so. Gut, das hat man dann. Wir könnten auch noch nach links gehen. Ich frage mich allerdings gerade, war das so ein Dunkelweg oder war es nicht? Das. Da war ich gerade leicht abgelenkt. Ich habe den nämlich nicht so wirklich gesehen. Komm schon. Na, egal, recht zu. Wir haben ja eh. Oder? Kommen wir noch ran? Wartet mal. Nice, wir kommen noch ran. Aber da oben ist nicht mehr. Gut. Okay, jetzt kann ich nicht sagen, ob ich jetzt hier schon mal war. Oder auch nicht. Deswegen. Einfach mal hingehen. Aber ich glaube, hier wurde es dunkel irgendwo. Ach nee, alles klar, hier waren die. Oh! Haben wir noch ein Robby gerettet? So, kurz nach unten gucken. Aber hier geht's weiter. Uiuiui. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Spornpilz, das sieht aus wie so ein. Ja, das ist wieder ein Anhänger. Aus Lebenpilzmaterial zusammengesetzt. Verbreitet Sporen beim Kontakt mit Seele. Stößt beim Fokussieren von Seele eine Sporenwolke aus. Die Gegner langsam Schaden. Das ist natürlich interessant, ne? Die einem Schaden zufügen. Das ist, nicht mal so schlecht. Jetzt war ich wieder leicht überfordert. Hui. So, da oben ist wahrscheinlich wieder so ein dickes Opfer. Nee, doch nicht, diesmal nicht. Oh, vorhin war ja da eins. So. Genau, jetzt wird man ja Richtung Mantisdorf. Das dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Es sei denn, die Mantis wollen uns selbst natürlich wieder irgendwie in ihrem Dorf nicht haben, was natürlich verständlich wäre. Oh Gott. Nee, hau ab. Dich will ich gar nicht haben. Scheiß Bombe. Oh. Kurz heilen. So. Ja, in die Richtung wollte ich. Nämlich hier sind wir nicht hochgekommen, weil wir diesen Doppelsprung nicht hatten. Jetzt haben wir ihn, ja. Und da kommen wir auch hier wunderbar nach oben. Pilzkern. Ach du schon wieder. Oh, knapp. Jetzt machen wir einen Abflug. So.
müsste halt aufpassen. Ich darf mich nicht jedes Mal hier schlagen lassen von diesen... von diesen... Viechern. Kurz hochheilen, so. Nice. Wieder ein ranziges Ei. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Sind die letztens auch schon... Ja, die sind so gesprungen und geheult, das weiß ich noch. Aber hatten die so eine Spur hinterlassen? Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie da so eine eigenartige Sporenspur, während die da auf einen zurollen und hochspringen, hinterlassen. Weil daran kann ich mich eigentlich nicht so erinnern. Ah, shit. No. Da geht's nach unten. Wir gehen hier lang. Hier kann man nämlich einmal aufmachen. Da kommen wir nämlich hier drüben jetzt raus. Das ist wunderbar. Dann hat man das an sich schon mal... Oh, du bist das. Ja, ja. Dich kenne ich mit deinem Kopfgekloppe. Ich habe mich schon gewundert, dass du keine Schmerzen kriegst. Ja, und du hast sehr viel Geo gegeben. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Für so einen fetten Nichtsnutz gibt es extrem viel Geo. Oh Gott, ernsthaft? Au. Ich sehe gerade, ich habe gar kein Leben mehr. Das merke ich aber früh. Hui. Nicht so geil. Oh, du bist mir gerade echt tausendmal lieber. Oh, was nun? Hui, so. Ach, das wäre hier, wo ich runtergekommen wäre. Von da oben. Oder? Ja, ich glaube schon. Da hätte ich nämlich hier zurück müsst. Oh, das wäre glaube ich noch unschöner geworden als in die andere Richtung. Hui, zack. So. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass ich hier runtergefallen bin. Bevor der explodiert, muss ich ja nicht haben. So, wieder eine Menge Geo. Ich wollte gerade sagen, hatten wir das nicht mal 8000 oder so? Warte mal. War ich hier nicht schon mal gewesen? Das ist am leichtesten, wenn die einfach bloß über mich drüber springen. Ich glaube, hier war ich schon mal. Doch, ich glaube, hier war ich schon mal gewesen. Bin halt hier oben nicht hingekommen.
Weil wieder wegen Doppelsprung, ne? Zumindest kann ich mich so ein bisschen daran erinnern, dass das so gewesen sein könnte. Oh, du schon wieder? Oh ja, genau. Oh mein Gott! Alles klar, das hat mir jetzt natürlich nicht so gut getan. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder dorthin. Oh, okay. Gut. Dann laufe ich mal. Ich würde aber sagen, dass ich hier an dieser Stelle jetzt einen kleinen Cut mache. Und wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Zumindest bin ich jetzt ja schon so ein bisschen der Meinung, dass ich das mache. Eieiei. Gut, ich denke mal, das mache ich so. Dann sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich.